Seitdem ich selbstständig mich frei bewegen kann, habe ich mich immer für Städte interessiert, was Menschen bauen können und so. Und das interessiert mich halt. Und alles, was friedlich ist und was gut tut. Mag gerne lieber fotografisches Malen am liebsten, wenn es danach gehen würde, würde ich weit ins Detail gehen. Bin sehr genau dafür. Auch manchmal naive Malerei. Also so moderne Malerei ist mir nicht so, aber ich wage auch was Modernes zu. Man soll auch sich befreien von Zwängen oder dass man genau ist, sondern auch sich frei bewegen in der Malerei. Ganz viel macht mir Spaß, auf der Bühne zu sein auch. Also mich zu zeigen, dass man mich erkennt, also hat auch einen eigenen Stolz, aber auch anderen Menschen was zu geben, dass es einen gemeinsamen Abend gibt für den Schauspieler, für den Zuschauer und Schauspieler zusammen. Dass sich das verschmilzt, dass nicht der eine den anderen Vorteil hat, sondern beide einen Vorteil haben. Und dass der Schauspieler, der Zuschauer eins werden. Der Abend gehört uns. Wir sind in dem Moment eins. Wenn ich arbeite, bin ich in meiner eigenen Welt, eine eigene Form. Ich gehe in die Stadt rum, gucke mir die Leute an, ich gucke mir die Ateliers an, gucke mir eine Ausstellung an und lerne mit Menschen anderer Kulturen, was ist Malen und was ist Farbe. Ich gucke mir alle Talente an, wer Talent hat und wo man sich ein bisschen was austauschen kann. Wir tauschen uns ja eine Kunstwerk sehr aus, die ganze Werkstatt. Es gibt viele Dinge, was ich im Leben ausprobieren will, dass ich auf die Leinwand bringen will, dass sich Leute erfreuen. Und Leonardo da Vinci und Rembrandt und Gauguin möchte ich manchmal in so eine Zeitmaschine zurück und zu einem alten Meister mal die kennenzulernen. Bei Tegra kann man viel ausprobieren. Man hat so viel Informationsfluss bei Tegra.